Endspiel um Rang 2 in der Bayernliga Süd. Wer sichert sich den Aufstiegsrelegationsplatz hinter Meister Türkgücü Ataspor? Das die Frage am 30. Spieltag. Der SV Pullach empfängt den TSV Rhein-Lech. Zweiter gegen Dritter, das die Ausgangslage. Pullach hat noch knapp die Nase vorn, schwächelte zuletzt aber etwas. Die Gäste der TSV in Blau von links nach rechts, das ist Johannes Müller. Erstes Ausrufezeichen der Party. Der TSV Rhein konnte seit 2016 kein Pflichtspiel mehr gegen den SVP gewinnen. Das soll sich ändern. David Bauer, Pullachs Keeper Marjan Krasnitsch, muss zum ersten Mal hin. Eine tolle Parade. Es spielen nur die Gäste. Nächste Ecke diesmal von rechts. Maximilian Käser, der TSV, schnuppert an der Führung. Es fehlt aber die letzte Präzision im Abschluss. Dann mal Pullach. Die Standardfestspiele gehen weiter. Unordnung im TSV-Strafraum. Max Zander zumindest mal eine Torannäherung der Gelben. Die sind sonst vorrangig in der Defensive gefordert. Rhein-Lech kommt wieder über Maximilian Bär. Pullach kriegt den Ball nicht raus. Krasnitsch muss schon wieder hellwach sein. Ein ganz krummes Ding ist das. Schlussphase der ersten Hälfte. Was ist mit dem Gastgeber? Vom Tabellenzweiten kommt wenig. Das hier noch die beste Chance. Dann ist Pause 0:0 im Endspiel um Platz 2. Pullach aktuell weiter vor Rhein-Lech. Zweiter Durchgang. Wir starten mit einer riesen Freistoßgelegenheit für die Gäste. Johannes Müller. Das Team in Blau bleibt das aktivere, das bessere und das gefährlichere Team. Käser gegen Krasnitsch. Nächste Chance vertan. Die Führung für den TSV wäre mittlerweile verdient. Nächster Anlauf über René Schröder. Tolles Zuspiel auf Marco Zupur. Zur Pause gekommen, auch der scheitert. Dem TSV läuft so langsam die Zeit davon. Ein Sieg muss her, will man am SV Pullach vorbei auf den begehrten Relegationsaufstiegsplatz. 74. Minute. Stefan Müller mit ganz viel Platz. Zweiter Versuch. Maximilian Käser. Jetzt ist er drin. Die Gästefans jubeln. Der TSV nutzt eine seiner vielen Chancen. Ein toller Kopfball von Angreifer Käser. Sein 9. Saisontor. Ein enorm wichtiges. Kurz danach ist sein Arbeitstag dann beendet. Schlussphase. Pullach wirft natürlich alles nach vorne. Platz 2 ist aktuell futsch. Aber die Gäste verteidigen gut und haben Räume zum Kontern. Marco Zupur, der ist noch frisch. Krasnitsch hält sein Team im Rennen. Das kommt nochmal. Der eingewechselte Felix Braun so nicht. Auf der Gegenseite mal wieder Zupur. Doppelpass mit Kurti Schei. Zupur mit der Entscheidung. Nein, das Zittern geht weiter. Doch kurz danach ertönt der erlösende Abpfiff. Der TSV Rhein-Lech jubelt, gewinnt das Spitzenspiel beim SV Pullach verdient mit 1:0 und erobert 3 Spieltage vor Saisonende den begehrten Relegationsaufstiegsplatz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter.
Vielen Dank fürs Zuschauen.